Eine App, die jeden Tag unglaublich viele Leute nutzen. 635 Millionen Nutzer nur im Januar und in diesem Ranking auf Platz 10. Snapchat. Das Prinzip ist simpel. Einfach mit Freunden kommunizieren, jedoch nicht nur mit Textnachrichten, sondern auch mit Bildern. Viele kennen die Plattform von der guten Seite. Heute geht es um viel Geld, Datenschutz und hinterlistige künstliche Intelligenz. Doch wie ist die App so in den Hype gekommen? Im September 2011 ist die von Snap Inc. entwickelte App erstmals erschienen. Die Idee war, sich emotionsvoll durch Bilder zu verständigen. Im November 2017 gab es dann ein umstrittenes Redesign, wodurch anscheinend das Versenden von Snaps schwieriger sei. Ab Mitte 2022 konnte man dann Snapchat auch am PC in der Webversion nutzen. Snapchat sagt, sie sei ein toller Ort für Creator und dass man als Creator unbedingt auf Snapchat Content machen sollte. Doch die Jim-Studie zeigt eindeutig, dass Snapchat immer weniger relevant für Creator wird. 86% schauen sich Snaps von Bekannten an und 70% schauen sich nur selten Snaps von Prominenten oder Stars an. Wir möchten uns aber die andere Seite von Snapchat anschauen. Gehen wir dazu erst einmal auf die Website von Snapchat. Schreibe Nachrichten an MyAI, dein persönlichen Chatbot-Kumpel. Über MyAI sprechen wir später, aber schauen wir uns zuerst einen essentiellen Punkt an. Datenschutz. Und zwei Punkte, wo man wirklich aufpassen sollte, sind natürlich einerseits die Bilder, die man versendet, andererseits aber natürlich die sogenannte Snap Map. Hier sieht man, wo all seine Freunde sind, doch Snapchat sieht das natürlich auch. Das Prinzip ist sehr gut. Das Unternehmen verspricht, dass nur der Empfänger die Nachricht sieht und danach löscht sich die Nachricht von selbst. Damit ist es für viele lukrativer als andere Messenger-Dienste. Bei denen werden die Chats oft noch auf eine Cloud des Anbieters hochgeladen. Aber schon 2014 hat die US-amerikanische Verbraucherschutzbehörde FTC dieses Versprechen als falsch beurteilt. Und 2023 hat sich dies nicht verändert. Es gibt auch heute noch viele Wege, Chats dauerhaft zu speichern. Und das ist nicht das einzige Problem. Nach der Installation besteht die App Zugriff auf all deine Kontakte, um andere Snapchat-Nutzer zu finden. In den AGB steht dazu, da es bei Snapchat um deine Kommunikation mit Freunden geht, können wir mit deiner Zustimmung Daten aus deinem Telefonbuch erfassen. Aber die Kontaktdaten sind nicht das Wichtigste. Die Daten bringen Snapchat auch bares Geld. Dazu schreiben sie in den AGBs, mit Cookies und anderen Technologien erfasste Daten, wie die meisten Online-Services oder mobile Anwendungen, können wir mit Cookies und anderen Technologien, wie zum Beispiel Web-Beacons, Web-Speicherungen und einzigartigen Werbe-IDs, Daten über deine Aktivität, deinen Browser und dein Gerät erfassen. Wir behalten uns vor, diese Technologien auch dann für die Datenerfassung zu verwenden, wenn du Services nutzt, die von uns über einen Partner angeboten werden, wie zum Beispiel Anzeigen und die gewerblichen Features. Auf gut Deutsch bedeutet dies, dass das Unternehmen die Nutzung aufzeichnet und dadurch gezieltes Marketing betreiben kann. Sie können einem somit die perfekte Werbung anzeigen. Damit kommen wir gleich zur Snap Map. Sieh dir an, was in deiner Welt los ist. Einfach nein. Allgemein sollte man nie den Standort mit einer App teilen, wo dieser nicht erforderlich ist. Schauen wir uns die Risiken an. Jedes Mal, wenn man Snapchat öffnet, wird der Standort aktualisiert. Dadurch ist es noch viel einfacher, die Wohnadresse herauszufinden. Und das ist für Stalker ein Paradies. Ein anderer Punkt ist die Suchtgefahr. Dies ist besonders bei Snapchat groß. Wenn man nichts verpassen möchte, muss man immer wieder in die App schauen, da die Fotos zeitlich begrenzt sind. Mehr zu dem Thema Suchtgefahr von Social Media gibt es auch in diesem englischen Artikel, er ist in der Infobox verlinkt. Kommen wir endlich zu einer sehr gefährlichen Funktion von Snapchat. MyAI, der Chatbot, der wie dein Freund ist. Und schon in der Testphase in der USA hat man gemerkt, dass die User eindeutig unzufrieden sind. Allein im amerikanischen App Store haben ca. 75% eine 1-Sterne-Bewertung abgegeben. Was die Leute am meisten stört, ist die Zwangsbeglückung mit der KI. Statt des echten Freundes auf Snapchat erscheint nur ein Avatar, hinter dem sich eine KI verbirgt. Ähnlich wie bei ChatGPT, nur dass der Chat mit MyAI genau ausschaut wie ein Chat mit einer realen Person. Dadurch wirkt die KI viel menschlicher. Schlimm ist auch, dass das Unternehmen einem nicht einmal die Möglichkeit gibt, die Funktion zu deaktivieren. Nein, man muss den Chatbot behalten. Und jetzt noch gruseliger. Die KI schreibt dir am Anfang an, sie möchte so viel wie möglich über dich herausfinden. Die Antworten sind auch teilweise fragwürdig. Ein erwachsener Journalist hat sich für ein Experiment als 15-Jähriger ausgegeben. Der Bot
soll ihm Tipps gegeben haben, wie er den Geruch von Alkohol und Marihuana überdecken kann. In einem anderen Chat, über den in dem Artikel berichtet wird, soll das Programm einem angeblich 13-jährigen Nutzer Tipps für seinen ersten Geschlechtsverkehr gegeben haben. Snap spielte die Vorwürfe herunter und sagte, die Menschen hätten versucht, den Chatbot auszutricksen, damit er Antworten gibt, die nicht unseren Richtlinien entsprechen. Das Unternehmen führt dann jedoch neue Tools ein, darunter Altersfilter, um die KI-Antworten altersgerechter zu gestalten und versprach, dass eine elterliche Kontrolle in Vorbereitung sei. Was auch sehr wenige wissen, ist, dass Snapchat immer die Chats mit der KI speichert und die Daten an das Unternehmen weiterleitet. Sogar der Standort wird mit der KI geteilt, aber natürlich ohne, dass man es weiß. Und im sogenannten Geistermodus wird der Standort zwar nicht auf der Karte angezeigt, trotzdem kann Snapchat ihn weiterhin sehen. Okay, testen wir jetzt mal selbst die App Snapchat. Wenn ich jetzt reinkomme in die App, Login. Ich habe für das Video schon einen Account gemacht, dann logge ich mich jetzt kurz ein. So, schauen wir. So, ich werde hier gleich zugespammt. Snapchat möchte die Mitteilungen senden? Nein. Snapchat, ja, sie muss auf meine Kamera zugreifen können. Snapchat möchte auf dein Mikrofon? Nein, will ich nicht. Ignorieren. Kontakte. Das ist schon der erste schlimme Punkt. Nein. Ignorieren. Ja. Okay. Das ist jetzt die App Snapchat. Und ja. Ich würde sagen, wir schauen uns zuerst mal einen ganz essentiellen Punkt an. Nein, nicht das. Sondern My AI. Hallo. Wer bist du? Okay, die AI will also mit mir sprechen. Ich finde es ein bisschen gruselig. Das ist halt, das Nutzerprofil schaut halt genauso aus wie von einem echten User. Schlimm. Aber ein weiteres interessantes Feature ist die sogenannte Snap Map. Nicht erlauben. Hier kann man jetzt, ihr seht es zwar nicht, aber hier kann man jetzt super viele Menschen sehen. Alle Kontakte oder alle Leute, die jetzt ich random als Freunde geaddet habe. Irgendwie schon schlimm. Eine weitere schlimme Sache ist, wenn man hier einfach drauf geht, dass man einfach hier sofort wird Werbung gemacht für die Verbesserung Snapchat Plus. Und es ist eh nicht viel verbessert. Chat Wallpaper, App Themes, bester Freund, da kann man einen besten Freunden markieren. Ist nicht wirklich vorteilhaft und lohnt sich auch nicht, das zu kaufen. Aber jetzt zu einem, der eigentlich wichtigsten Punkt, den ich euch noch zeigen möchte, ist nämlich, wie man den Standort ausschalten kann. Und das ist super wichtig. Snapchat. Und hier steht dann hier Standort, ist bei mir eh schon auf nie, aber wenn der hier steht immer, unbedingt das Hakerl auf nie setzen. Ganz wichtig, weil sonst hat Snapchat immer euren Standort. Und das ist natürlich auch, wenn ihr irgendwelche random Leute addet auf Snapchat, ist es natürlich auch ein Nachteil, weil die dann auch wissen können, wo ihr wohnt. Als Fazit kann ich sagen, wenn es geht, überhaupt nicht Snapchat verwenden. Wenn man wirklich trotzdem Snapchat verwenden möchte, sollte man unbedingt Standort ausschalten, nicht mit der KI chatten und keine Bilder mit Gesichtern verschicken. Danke an alle für den großen Support. Mein nächstes Ziel sind die 400 Abonnenten. Abonniert gerne, um mich zu unterstützen. Das war's von diesem Video. Tschüss.